bist ja da sehr umtriebig, genau, in der Welt der Digitalisierung, in den Tiefen der Steuerberatung und Rechnungswesen. Also es ist ja beeindruckend, was du gemacht hast. Und du kennst eben die vielen verschiedensten Seiten von unterschiedlichsten Positionen, die ja du schon innehattest. Jetzt ist für mich die Frage, deine persönliche professionelle Einschätzung, wo und wie siehst du die Zukunft der Digitalisierung? Jetzt natürlich allgemein betrachtet, aber auch im Schwerpunkt Welt der steuerberatenden Berufe. Gut, ich meine, glaube ich, generell die Digitalisierung und die damit verbundene technologische Weiterentwicklung schreitet unhaltsam voran. Es ist kein Ende in Sicht. Jedoch bedeutet die Digitalisierung nicht nur neue Möglichkeiten aufgrund des technologischen Fortschritts, sondern bedeutet auch insbesondere ein Change in Mindset. Und das wird aus meiner Sicht sehr oft noch nicht beachtet. Aus meiner Sicht die größten Fehler, die momentan auch sehr allgemein, jetzt muss gar nicht die Steuerberatung sein, den Unternehmen einfach machen, ist nicht zu digitalisieren und nicht neue Ideen, neue Technologien auch voranzutreiben. Ja, also man merkt so, sehr viele Unternehmen sind noch sehr zögerlich, was jetzt ja, neue Ideen betrifft, neue Technologien. Man versucht da ein bisschen vorsichtig an die Sache heranzugehen. Mhm. Bis hin, man hat auch teilweise Angst vor größeren Veränderungen. Und das sieht man leider Gottes gerade im Steuer- und Rechnungswesen sehr häufig. Gerade dort stehen große Veränderungen an. Das heißt, diese Implementierung einer digitalen oder nennen wir es vielleicht automatisierten, digitalisierten Buchhaltung bedeutet einen enormen Abbau an administrativem Aufwand und schafft aber gleichzeitig mehr Freiräume für fachlich herausfordernde Tätigkeiten, um einfach Sachverhalte ja, noch genauer abarbeiten zu können. Das ist so das eine. Aber auch das Dienstleistungsportfolio kann natürlich damit sehr stark erweitert werden. Die Zusammenarbeit mit dem Kunden, die Interaktionen, dieses Customer Centricity wird mit Sicherheit noch bedeutender werden. Und ja, damit werden die Beratungsleistungen aus meiner Sicht auch sich stark ändern und adaptiert werden.